Wir haben hier jetzt zum Beispiel unsere kunststoffgebundenen Systeme. Und zwar gibt es da aktuell diese Nagelschrauben in A2 für die Fassade. Und das Schöne ist eben bei diesen Schrauben, gerade auch bei einer Deckelschalung, wie man es hier vorne zum Beispiel sieht, kann man schießen und im Nachgang, wenn nötig, auch wieder rausschrauben. Eventuell Bretter, die beschädigt sind, auswechseln. Ich habe einen Akku und habe eine Gaskartusche. Also diese Gaskartusche. Und die wird dann eingesetzt. So, und jetzt kann ich also hier autark, schieße mir jetzt hier diese Klammern rein und kann jetzt hier noch die Einschlagtiefe entsprechend einstellen. Dann haben wir vielleicht noch kurz hier ein ganz kleines Gerät, das man es auch mal gesehen hat, einen sogenannten Faustnagler. Und mit dem kann ich jetzt verschiedenste Nägel, verschiedene Längen, verschiedene Kopfdurchmesser verarbeiten. Ich nehme einfach den Nagler her, setze dann im Prinzip an und den Nagel wegschießen. Also ähnlich wie ein Nagler sind hier die Verbindungsmittel auf einem Magazin verbunden, um die dann schneller verarbeiten zu können. Da haben wir unseren Skater, der speziell entwickelt wurde jetzt für den Holzrahmenbau. Entweder von Hand direkt am Gerät oder mit diesem Standgriff dann auch über die Platte gehend.